Die Kompaktklasse zählt nach wie vor zum stärksten Segment im Automobilbereich. Kein Wunder, dass alle Hersteller einen Kompaktwagen im Portfolio haben. Dies gilt auch für den schwedischen Automobilbauer Volvo mit seinem C30. Mit dem C30 will Volvo sich in der Kompaktklasse von den Mitbewerbern abgrenzen. Und mit seinem eigenwilligen Design erinnert der C30 an den legendären P1800. Vor allem im Heckbereich mit der großen gläsernen Klappe hat der neue viel Ähnlichkeit mit dem sogenannten Schneewittchensarg, wie der P1800 Anfang der 70er Jahre genannt wurde. Mit dem 1,6 Liter Benziner sind wir im C30 zügig unterwegs. Die 185 Kilometer Spitzengeschwindigkeit reichen völlig aus. Nur beim Beschleunigen wären ein paar PS mehr schön. Weil übersichtlich und kompakt, lässt sich der kleine Volvo ohne Probleme dirigieren. Mann oder Frau fühlt sich auf Anhieb wohl im C30. Das Fahrwerk ist ohne Tadel, das Auto jederzeit gut beherrschbar, die Servolenkung arbeitet sehr präzise, reagiert direkt. Lediglich die Motorengeräusche könnten besser abgeschirmt sein. Entspannt unterhalten kann man sich trotzdem.